Das ist der Turm, oder? Da eingemalte. Wo wir sogar vorhin unten drin standen und ich mich gefragt habe, ob es hier einen Schatz gibt. Ach, du. Ach nein, du Depp. Ah, wie blöd. Ach so, hier kann ich halt um die Ecke. Warum kann ich dann nicht um die Ecke? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum kann ich jetzt hier nochmal um die Ecke? Musste ich hoch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach, ich musste bestimmt hoch. Und dann hier schön außen rum. Und dann runter. Und runter. Und rüber. Bisschen zu gut gemeint mit dem nach links. Und jetzt hier entlang. Und wieder hoch. Und nochmal hoch. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Und rein. Endlich drin. Hä? Ach so, das Skelett. Halt, Moment. Elena ist es übrigens nicht. Ich bin so frei. Danke. Einfach runtergeschubst, den Typ. Wie, Elena ist tatsächlich hinter dieser komischen Türe? Ach, komm. Ich dachte, ich kann einfach runterklettern, aber nee. Wie kommt Elena hinter die Türe? Ich muss jetzt hier zurück, oder was? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Hätte ich oben weiter gemusst, oder was? So, Kamerawechsel, ey. Könntest du die Leute, die dafür verantwortlich sind, verkloppen? Der hat mich vor uns schon das Leben gekostet. Was ist denn jetzt? Achso, hier ist wieder der Typ. Ich bin so frei. Danke. Hä? Ach, das hat gespeichert, bevor ich den Schlüssel aufgenommen habe. Das ergibt natürlich null Sinn. Okay, und jetzt wieder runter. Oder nicht. Ernsthaft? Ich habe das Seil nicht gesehen. Ach, das ist da festgebunden. Ich bin so frei. Okay, das war gerade offensichtlich, zumindest für mich. Zack, unten. Matsche. Oder auch in den Staub. Jetzt dachte ich, Helena liegt hier, aber war nicht der Fall. Helena, Helena. Helena. So, dann mal sehen, was sich hinter dieser mysteriösen Tür befindet. Ja, mal kurz kontrollieren, ob die Aufnahme noch läuft. Paranoid so. Okay. Warum eigentlich zwei Schlüssel? Okay. Ich dachte, die Cutscene geht noch ein bisschen länger, aber... war dann okay. Zur Hölle ist sie. Ja, das frage ich mich an. Vor allen Dingen, wie kommt es hinter die Tür? Ich meine, das Skelett hat einen Schlüssel. Die Leute, die hier Waffen haben, die waren nie hier. Huch. Halten wir noch die Schrotflinte? Ich glaube nicht.
Das bedeutet, ab hier durften wir keine Gegner mehr treffen. In der Logik. Es sei denn, es gibt Oh Mist. Es gibt irgendeinen Weg außenrum. Ah, die haben sicherlich einen Weg außenrum. Ja, die Musik ist schön laut. Die schießt gerade aus. Na, ein Schuss, super. Ich freue mich. Und die andere Waffe weg. Komm, man schießt mich doch. Also am letzten Kontrollpunkt laden. Laden. Nein. Ja, ich würde den Ladevorgang abbrechen. Hallo, setzt mich zum Kontrollpunkt. Ach, da ist doch meine Waffe. Auf zum Kontrollpunkt. Die Katze klettert über den Aufnahmetisch. Geil. So, warum 29 Schuss? Vor uns hatten wir 30. Beschiss. Schiebung. Erinnert mich aber an was. Können wir ruhig mal einen neuen Speicherstand anlegen. So viel wird der scheiß Speicherstand nicht brauchen. Okay, also dann nach vorn. Das kann nützlich sein. So. Das Hauptproblem ist schon mal ausgeschaltet. Falls ihr rascheln oder klopfen oder irgendwas hört. Oder irgendwas, als würde jemand das Mikrofon vergewaltigen, das ist der kleine Kater. Noch drei Schuss und wir haben noch keinen getötet. Oh, da kommen noch mehr. Oh Gott. Na warte. Scheiße. Ja, das hast du super gemacht. Das war das Feuerzeug. So, als Info. Ich bin praktisch im Kampf mit den Gegnern und mit dem Kader. Gegen die Gegner habe ich wenigstens eine Chance. Oh Gott, ey. Alles kaputt gemacht. Hör mal auf jetzt. Komm, geh weg. Komm wieder aufs Sofa oder so. Ja, auf den alten Weihnachtsstrauß kaputt zu machen. Klappt ganz gut mit der Waffe. Chico, hör auf. Na siehst du, klappt doch. Selten, dass er so hört. Wahrscheinlich war es ihm einfach zu langweilig.
Okay. Erstmal Waffen aufsammeln. In Ordnung. Okay. In Ordnung, okay. Hier kann man nochmal Munition aufnehmen. Ah, hier kann man auch nochmal Munition aufnehmen. Schön. Können wir hier einsteigen? Können wir aus dem Spiel rausfahren? Nein. Zieht jemand einen Aufgang? Was zum Klettern? Irgendwas? Wie sieht's plattformtechnisch aus? Wie eine Plattform, aber weiter geht's halt. Hier war nochmal. Das ist doch bestimmt irgendwo ganz hinter oder so. Ach, da bestimmt hoch. Nein, hier ist eine Kurbel. Ich sehe ihn. Ja, toll. In Ordnung. Hättest du nichts gesagt, hättest du vielleicht sogar auch schießen können. Wie spastisch sieht denn das aus, ey? Also, wie die rumhampeln und so, sieht das einfach mehr. Klug jetzt auf die Schrotflinte zu wechseln, eigentlich nicht, ne? Oh, die Musik deutet an. Es geht aufs Finale zu. Wir haben keine Granaten mehr mit diesem fetten Typ, aber ein Kopfschuss tut's wohl auch. Das wird dir wehtun. Na endlich. Damit nehmen wir jetzt auch die Schrotflinte. Weil da brauchen wir ebenfalls noch 50 Eliminierungen, genauso wie mit dieser Waffe hier. Und dann hätten wir nämlich fast alle bis auf den Granatwerfer. Da haben wir erst zwei Gegner gekillt, aber da kann es ja sein, dass es nicht 50 sind. Aber mit diesen normalen Waffen hier, denke ich mal, haben sich auf 50 beschränkt überall. Bei der Schrot ist halt wichtig, dass jeder Schuss sitzt, ne? Die Musik deutet an, dass es das gewesen sein könnte. Jetzt finden wir uns auf der anderen Seite des Tores wieder. Bestimmt. Also, ah, Schatz! Endlich mal wieder ein Schatz, ja. Toll. Tigo, du bist der Größte.
Ich sehe nichts. Dieser Scheinwerfer ist der sinnvoll platzierteste Scheinwerfer der Welt. Wahrscheinlich um dem Moos Licht zum Wachsen zu geben. Ah, halt. Hier ist irgendwas. Ein schwarzer Tisch. Ein Tisch im Schatten. Ein Acker. Warum? Was will ich damit? Ach, Mann! Wenn du den aufgetreten kleinen Kader zu Hause hast, hast du verloren.